Für Frank Schröter, den Vorsitzenden des Kanonenbahnvereins Lengenfeld, war es ein böses Erwachen am Silvestermorgen. Das große Projekt des Vereins, der Draisinenbahnhof, war niedergebrannt. Das Löschwasser der Feuerwehr gab dem jahrelang gut besuchten Ausflugsziel mit Gastronomie und Ferienwohnungen dann den Rest. Es entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Und das alles, weil ein Brandstifter sich hier ziemlich viel Mühe gegeben hatte. Es wurden Räder, komplett Räder, geholt, die bei uns auf dem Lagerplatz entsprechend gelagert waren. Diese wurden in Brand gesetzt. Das Feuer ist dann entsprechend übergegriffen auf den Güterschuppen, auf das Haus. Aber nicht nur die vielen Reifen hat der Täter vor dem Brand herbeigeschafft und aufgestapelt, sondern er verzögerte auch den Einsatz der Feuerwehr, indem er an deren Gerätehaus die Türschlösser mit Sekundenkleber unbrauchbar machte. So kamen die Feuerwehrleute erst nach Gewaltanwendung und mit 10 Minuten Verzögerung an ihre Ausrüstung. 10 Minuten, die bei der Brandbekämpfung dringend fehlten. Einen Monat später, am 1. Februar, haben wir dann wieder über den Draisinenbahnhof berichtet. Noch immer waren die Zerstörungen deutlich sichtbar. Und trotzdem gab der Kanonenbahnverein damals ein ehrgeiziges Ziel aus. Zum regulären Saisonstart soll alles wieder schön sein, inklusive der ausgebrannten Ferienwohnungen. Die soll entsprechend dann auch bis zum 1. April mit bezugsbereit sein und sind dann auch nach dem 1. April dann auch entsprechend schon gebucht. Das heißt, wir stehen hier in der Pflicht und müssen unseren Plan dann auch einhalten. Der 1. April war damals noch 2 Monate weg. Jetzt sind es nur noch 2 Tage. Zeit nachzufragen, ob der Verein sein ehrgeiziges Ziel erreichen wird.